Hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge von Transport Fever. So. Ich würde gerne hier heute diese Sache nochmal zu Ende begutachten. Wir sehen, das ist wieder eingebrochen. Warum ist das so? Wir haben Abnehmer 217, 218. Das ist nicht gut. Da muss mehr abgenommen werden. Was ist hier? Okay, es wird nicht genug abgenommen in Eisleben und Blieskastel. Blieskastel haben wir schon gesehen. Sieht ganz gut aus eigentlich. Nehmen wir an, dass wir in Eisleben ein Problem haben. Wir gehen mal kurz auf Pause, schauen uns den Zug an und stellen fest, es wird nicht allzu viel mitgenommen. Aha. Hier haben wir das Problem wahrscheinlich schon gefunden. Güter gehen also entweder hier direkt verloren, direkte Mangel sozusagen. Oder aber in der Verteilung in der Stadt. Gucken wir uns auch an, die Strecke ist diese. Und wir schauen uns die, und wir lassen schon mal weiterlaufen, damit wir gleich gucken können. Ja, das ist jetzt aber komisch. Nimmt nur Maschinen mit und die Maschinen sind völlig im falschen Gebiet. Sehe ich das richtig? Warte mal. Hä? Kann es sein, dass wir hier die... Haben wir hier die Linien falsch angeordnet? Sekunde mal. Gehen wir hier drauf. Sekunde, muss ich meinen Schreibtisch hochfahren. So. Also wir haben intern Güter. Das ist die Linie hier. Und dann wird erstmal hier werden Güter angeliefert, die überhaupt nicht gebraucht werden. Hier auch. Hä, wie komme ich denn auf die Idee, dass wir hier Pakete bauen? Wir können das ja später bauen, wenn wir es so brauchen, aber im Moment ist das alles falsch hier. Aber warum zeigt er denn hier eine... Ich bin gerade voll verwirrt. Der zeigt hier. Okay, hier soll er erstmal nicht halten. Er soll halten in der Feldstraße. Ah ja, in der Bergstraße, da ist auf der einen Seite eine Bushaltestelle, auf der anderen das, okay. Grüner Weg, soll er da halten? Ich glaube nicht. Ein Wichenweg auch nicht. Stattdessen brauchen wir neue Stationen. Ah, daran kann es natürlich liegen, ne? Wir haben jetzt, bis jetzt haben wir in Eisleben nur die Hälfte versorgt. So, wir haben hier eine Station. So. Dann fährt er da lang. Dann würde ich sagen, fährt er hier hin. Und kommt hier lang wieder zurück. Und wir ändern die Güterstrecke. So, die beginnt hier und dann
Hä? Hier? So würde ich es jetzt erstmal machen. Und die hier reißen wir ab. So, wo wir gerade schon dabei sind. Aktualisieren wir mal einfach hier. Und dann auch die Fahrzeugflotte. So, wir gehen von 17 auf 20 und da fast emissionslos. Ich hatte vorher hier geguckt, das habt ihr jetzt nicht im Let's Play gesehen, da waren wir auf 30, sind wir auf 20. Und dann würde ich einfach mal den LKW folgen, ob die jetzt eine bessere Zuordnung bekommen. Müssen wir nur leider jetzt mal eben kurz ein bisschen aushalten. Weil da hinten kommt, glaube ich, schon einer. Ich würde auch gerne mitfahren. Wie sich das jetzt darstellt. Und ich möchte mir generell auch mehr ja, wie soll ich sagen, dass wir ich mir gerne so kleine Elemente rausnehme, die wir in Ruhe updaten und uns genau die Effekte dessen anschauen, was dann passiert. Das wollte ich, glaube ich, sagen. So. Und ich glaube auch, dass ein Teil des Problems war, dass auch hier das Güterdepot viel zu klein war. Also viel zu viele Sachen dann einfach liegen lassen wurden. So, wir gucken jetzt zwei Sachen an. Wir hatten hier ein Eisleben. Und dann den LKW natürlich. Und das Depot, ob das jetzt gleich dann voller wird. Es ist so schade, dass man nicht mehr den Bahnhof direkt anwählen kann. Ne? Früher konnte man dann sagen, ich schalte hier auf das Depot, ja, und dann bleibt das, dieses Bild, so wie es ist, bleibt dann so stehen. Ne? Das war irgendwie schön. So, weil jetzt das Güterterminal schon wieder leer. Und ich nehme an, dass auch viele Sachen dann wegtransportiert wurden. So, wir waren bei ungefähr 100. Jetzt sind wir bei 97. Jetzt schauen wir mal. Ob die optimiere Strecke. Könnt ihr euch denn noch erinnern? Ich meine, das hat, glaube ich, auch mal jemand in den Kommentaren geschrieben. Könnt ihr euch denn noch erinnern, wann wir diesen Fehler gemacht haben, dass wir das falsch angeschlossen oder falsch ausgelegt haben? Ich weiß das nicht. Ach, total schön mit den Solarzellen hier drauf. So. Hier ist so ein bisschen runtergekommen, der Stadtteil, ne? Also hier ist auf jeden Fall noch nicht so weit entwickelt. Das ist so ein bisschen, kennt ihr das so auf der grünen Wiese? Übrigens auch vielen Dank für das tolle Feedback, dass ihr so Storytime haben wollt bei mir. Okay, hier möchte nichts die Waren haben. Oder niemand. Der Zug ist noch nicht wieder da. Und dann haben wir hier so Straßen, die, weiß ich, sind nur... Da kann der hier nur 30 fahren. Das gibt's doch nicht. Vier Häuser würden entfernt. 30. Zwei Gebäude würden entfernt. Und das wird zu einer hässlichen Landstraße, ne? Oh Mann, ey. Das müssen sie noch irgendwie hinkriegen, oder? Meint ihr nicht auch? So. Ja, dann geht's halt im Schweinsgalopp, komma nicht zur nächsten Güterstation. Noch ist der Zug immer noch nicht da. Also das sehe ich daran, dass hier oben noch nichts wieder abgeladen wurde.
Ja, und weil immer wieder gefragt wird, ne, wieso wird bei mir da oben nichts abgeholt? Ich habe doch und überhaupt. An sowas könnt ihr sehen, ne? Okay, hier wird ordentlich was abgeladen. Und wir sehen auch gleich schon hier, ganz kurz ist der auch hochgesprungen. Und ich habe ja auch die Station jetzt so gewählt, dass die schon weit auseinander liegen. Also wenn hier jetzt ein weiteres... Oh, ist ja schön. Guck mal hier. Das ist ein Industriegebiet hier oben am Hang und dann geht hier so ein Waldweg hoch. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. So, ist er leer. Und das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wo der nächste ist. Da ist der nächste. Der nimmt dann noch 5 mit. Okay. Und da ist der Zug angekommen. Wieder nur 43, sollte dann aber mehr werden. Und das würden wir wiederum dann hier an der Fabrik sehen, ne? Wenn ihr jetzt gleich hochfährt. Nicht an der, sondern an der hier. Ja, noch hat sie es nicht durchgesetzt. Und die Frage ist immer, wie lang... Okay, hier ist nochmal... Der ist leer. Der ist auch leer. Der ist hier zur zweiten Station, aber zur dritten kommt er nicht. Das heißt, es muss auf jeden Fall noch mehr hier hingeliefert werden. Das heißt, der Zug muss jetzt voller werden. Vielleicht auch wieder auf die 80, die er mal war. Dafür fehlt aber wahrscheinlich immer noch ein bisschen Stahl. Wir gucken mal, der Stahlzug ist jetzt gerade wieder gefahren. Da habe ich in der Tat so ein bisschen Hoffnung. Der ist auch noch nie voll gewesen, ne? Das höchste, was er hatte, war 100. Wir hatten zuletzt einen Einbruch, erinnert euch. Am Ende der Folge hatte ich gesagt, ihr werdet gleich wissen, ne, ob das jetzt was gebracht hat. Boah. Und es war nichts. Und ich glaube sogar, dass die Fabrik sogar leer läuft. Wir hängen die mal an hier. Seht ihr, 53. So ein Vorgehen übrigens, was wir hier machen, wäre, wenn ihr neu startet auf ultra schwer. Ne? Müsstet ihr euch alles einzeln anschauen. So, eigentlich wollte ich ja schon Richtung Fahrzeugaustauschen gehen, aber noch. Aber es geht hoch, ne? So, 40 haben wir noch, 30, 39. Und hier würde ich mir jetzt so 70 wünschen. Dann wüssten wir, was geht. 70, 75 oder so, dann wüssten wir, was geht voran. Das muss der dann langsam anziehen. Der ist auf jeden Fall hochgefahren. Und wir haben jetzt schön ausgewogen hier, mehr oder weniger. So, 70, 75 habe ich gesagt. Oh. Yes. Sieht gut aus. Schauen wir mal, ob er rechtzeitig ankommt. 23. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Also ihr seht, da liegt das Problem. Ne, sobald diese Quelle leer ist, geht hier die Produktion wieder runter. Die wird nie bis zum Ende steigen, wenn wir die nicht hochhalten. So, das machen wir jetzt, indem der Zug immer länger wird und immer mehr im Lager bleibt. Sodass der dann auch irgendwann endlich mal hier noch mehr Gewinne reinfahren wird. Aber Eisleben ist immer noch nicht so viel hochgegangen. Müssen wir mal gucken. Das wundert mich wirklich. Wir hatten ja das schon beim Brot, ne? Erinnert euch, in Haldensleben, da haben wir auch schon das Problem. Tja.
Und 95 reichen auf jeden Fall für viel mehr. Hm. Tja, wird das reichen? Wird das ein durchgehender Prozess sein? Das ist jetzt die spannende Frage. Und ich würde sagen, das schaut ihr euch jetzt an in den Bahnimpressionen. In der nächsten Folge schauen wir uns dann nochmal an, ob wir auch in Eisleben und im Blieskastel nochmal die, ja, die Weiterverteilung optimieren müssen. Aber wenn wir jetzt bei diesem Zug noch mehr mitnehmen, das sehen wir gleich, und hier das noch nicht auf Null ist, wenn er wieder ankommt, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.